Hey Leute, Crimex hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Leute, ich bin einfach mal in Los Angeles. Ich hoffe, man konnte das gerade einigermaßen sehen. Ich bin gerade erst in mein Zimmer reingekommen. Ich bin einfach ultimativ tot. 11-Stunden-Flug. Easter. Falls ihr euch jetzt fragt, ey Crimex, was machst du jetzt eigentlich gerade in L.A.? Leute, ich bin nur 2 oder 2,5 Tage hier. Ich wurde mal wieder eingeladen von Activision, um das neue Call of Duty direkt live mitzuerleben. Also an der Stelle, meine Freunde, vielen Dank an Activision. Bin auf jeden Fall schon mega gehypt. Morgen geht es auf das Event. Das Spiel wird neu vorgestellt. Und hier auf jeden Fall schönes Hotelzimmer direkt auf Activisions Nacken. Bälle schmeckt immer besser, ihr wisst Bescheid, Leute. Das Einzige, was mich nur übelst irritiert, ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz hier gleich mal das Zimmer. Und zwar, mein Zimmer hat einfach kein Bett. Hier ist einfach kein Bett, Leute. Das Ding ist, mein Englisch ist auch echt ein bisschen broke. Und irgendwas hat diese Frau unten an der Rezeption, meinte schon irgendwas so mit Bett und ich einfach nur so, yes. Kennt ihr so, wenn ihr kein Englisch könnt, so, der einfach nur so, yes. Ja, scheiße, auf jeden Fall, man kommt hier rein, dann hat man hier irgendwie direkt mal so ein Tresen. Okay, ich dachte mir schon so, ja, ist da jetzt so eigene Köchin oder so hier, die jeden Morgen Spiegeleimer. Das ist ein ganz, ganz komisches Zimmer. Hier habe ich noch so eine Kaffeeecke, okay. Okay, ich weiß hier gerade nicht, wo der Lichtschalter ist, aber hier auf jeden Fall Badezimmer. Auch nicht schlecht, ja, kann man lassen. Muss ich wirklich sagen, feiere ich, weil oft haben diese amerikanischen Hotels, dieser typisch amerikanische Hotelstil, ist immer so voll alt. Und hier, das hat diese neue Style, also gefällt mir auf jeden Fall. Hier ist dann irgendwie noch eine Tür von meinem Zimmer, das checke ich halt mal gar nicht. Und dann ist man irgendwie hier wieder in dem Wohnzimmer. Aber ich habe ein Smart TV mit Netflix. Ich glaube, ich habe das Geheimnis gelüftet. Ich glaube, hier ist das Bett drin. In einem Schrank. Und ich glaube auch, Leute, ich lasse mir ein anderes Zimmer geben. Ich habe gerade irgendwie echt ein bisschen Angst, dass da irgendwie so ein totes Opossum jetzt dahinter liegt. Warte, wir lüften jetzt einfach mal das Geheimnis. Scheiße. Ich glaube, ich habe gerade das Bett kaputt gemacht. What the fuck? Okay, also ich glaube, das ist nicht normal, dass es hier so runterhängt. Ach nee, warte, das hier ist die Stütze. Ja, das ist ja total broke. Also, Leute, ich glaube, ich lasse mir ernsthaft ein neues Zimmer geben. Also fühle ich gar nicht so ein Wandbett zu haben irgendwie. Aber was ich wirklich sagen muss, das Zimmer an sich oder generell hier dieses Zimmer in dem Hotel sehen schon echt stabil aus. Hier auch schöner Überblick, Leute, über Los Angeles. Hier ist gerade nachmittags. Bei uns jetzt, glaube ich, irgendwie 2, 3 Uhr nachts. Boah, da unten Pool, Alter. Leider habe ich keine Badehose dabei. Leute, ich hatte, glaube ich, den entspanntesten Flug meines Lebens. Ich war da am Flughafen gewesen und dann meinten da irgendwie sowas, der Flug ist überbucht und ob es noch Freiwillige gibt, die eben Business Class aufstocken wollen. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, du würdest schon mal ganz gerne Business Class testen. Dann habe ich das aufgestockt. Und Leute, wenn man Business Class fliegt, man kann seinen Sitz einfach wirklich zu einem Bett machen. Also der Sitz fährt so weit zurück, bis man wirklich so komplett gerade wie bei einem Bett liegt. Man kann da alle Filme schauen und so weiter. Das war entspanntester Flug meines Lebens. Aber okay, ich würde sagen, ich werde mir jetzt mal ein neues Zimmer organisieren mit einem richtigen Bett. Und dann sehen wir weiter. Tag Nummer 2, Leute, was geht ab hier aus L.A.? Jetzt hier gerade in L.A. ist 8:30 Uhr. 8:30 Uhr gerade aufgestanden. Das heißt, bei euch ist irgendwo gerade, lass mich nicht lügen, ich glaube irgendwas 19 Uhr oder so. Auf jeden Fall, ey, diese Zeitverschiebung ist zu krank. Ich habe heute Nacht auch noch eine Story rausgehauen. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Ich bin einfach um 22 Uhr hier in L.A. eingeschlafen und um 4 Uhr morgens dann halt schon wieder aufgewacht, weil mein Körper mir gesagt hat, ey, in Deutschland ist gerade 13 Uhr, deswegen steh mal langsam auf. Aber egal, hab's geschafft, bin einigermaßen fit, hab mein Zimmer jetzt auch gewechselt. Hier auch ganz nice Poolblick eigentlich. Ich habe gerade auch schon mit den anderen geschrieben, die sind schon unten beim Frühstücken. Ich bin mal wieder der Letzte. Ich muss mir jetzt mal schnell anziehen, dann gehe ich auch runter. Hab noch nicht mal Schuhe an hier. Was geht? So Leute, an der Stelle, ihr wisst Bescheid natürlich. Black One ist auch in L.A. mit dabei. Immer schön Haare stylen mit Black One. Let's go. So Leute, hier noch Massi getroffen. Der echte. Erstmal schön Frühstück zersägen, ihr wisst Bescheid. Ich denke mal, dann gehen wir gleich noch ein bisschen raus, abchecken. Venice Beach oder so. Und ja, Mann. So Leute, ich bin jetzt hier gerade mit Massi am Venice Beach. Massi hat hier irgendwie so 2 Mädels angequatscht und die machen jetzt irgendwie hier noch ein Instagram-Bild. Vielleicht danach noch irgendwie mit denen ein bisschen was trinken gehen oder so. Ja, auf jeden Fall. Danach geht's auf das Call of Duty Event. Ich bin schon mega geil. Das neue Call of Duty Modern Warfare zu spielen. Massi, was machst du? Ich? Die Mädchen. Mach den Handtuch halt.
Ja, so Leute, hier leider auch halt die Schattenseiten von L.A. Übelst viele Obdachlose in Amerika. Einfach hier direkt so ein Camp hier am Strand. So Leute, jetzt wird hier erstmal schön ein Ben & Jerry's zersägt. Wir sind hier gerade in so einer Ben & Jerry's Eisdiele. Einfach übertrieben krankes Eis haben wir hier. Hier geht einfach mies Party ab, Leute. Einfach Fortnite-Tanz, Leute. Alle in das Gehirn. Run, run, run. Run, run, run. I said get the money, not the kid. Einfach mies abgezogen. Es gibt keinen Preis, Leute. Aber treff einfach nur aus Prinzip vor dem Mädchen. Einfach treffen. Genau. Yo. So Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zurück zum Hotel. War auf jeden Fall echt witzig hier in Venice Beach. Man hat hier einfach echt diese anderen GTA-Vibes, Leute. Man, wirklich, egal wo ich bin, setzt mich an irgendeiner Stelle hier in L.A. aus. Ich kann euch in etwa sagen, wo ich bin. Ey, Marci, sei mal ehrlich, ne? Würdest du in den Van einsteigen? Nee, niemals mehr. So ein Crackman, ne? Oder dass diese andere... Nein, Bruder, nein. So Leichen raus auf dem Schuss. Das sieht so Free Rebucks steht da so drauf. Echt? Das ist so Dog, sieht wirklich nach Tod. Riech mal. Da riecht's nach Tod. Bruder, geh mal hin und riech mal. Bruder, ich will das nicht riechen. Das riecht nach Tod, ich schlaf meine Mutter. So riecht es nach Tod, fucking Joy. Ich riech das nicht. Ey, Bruder. Du machst mir gerade richtig Angst mit dem Wagen hier. Ich spring um so ein CJ über den. Boah, warte, hier stinkt's gerade aber wirklich voll, Alter. Scheiße, immer stimmt ein bisschen mehr. Das ist ganz, ganz, ganz fragwürdiger Van hier, was hier passiert. Ab geht's ins Hotel, Leute. So Leute, ich bin jetzt hier gerade erstmal wieder im Hotelzimmer. In einer Stunde geht es endlich auf das Event. Ich bin so gehypt auf das neue Call of Duty. Auf jeden Fall auch nochmal danke an Activision, dass ich hier sein darf. Was auch gerade einfach übelst krass war, Leute. Und zwar, ich habe einfach gerade einen Zuschauer am Venice Beach auf diesem Santa Monica Pier getroffen. Man rechnet damit einfach nicht, Leute, hier in L.A. Also war auf jeden Fall krass, war auf jeden Fall krass. Hey, Crimex Army International, ihr wisst Bescheid, Leute. All over the world, selbst in L.A. Zuschauer getroffen. Gruß geht raus an dich. Und ja, Leute, ich würde sagen, jetzt geht's aufs Event. Neues Call of Duty. Let's go. So Leute, jetzt geht's hier ab aufs Event. Da habe ich gerade noch Knur aufgegabelt. Okay, geil. Die stand da rum. Ja, die war auf jeden Fall ein bisschen verwirrt hier in L.A. Habe ich gesagt, komm doch einfach mit aufs Event. Das haben wir geregelt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das neue Call of Duty jetzt. Mit habe jetzt noch ein 2v2-Turnier geben. Da werde ich mit Marci zusammen im Team sein. Bin mal gespannt. Ich hoffe, wir können so gut rasieren wie letztes Call of Duty-Turnier. Da sind wir ja Zweiter geworden. So Leute, wir haben uns gerade die Präsentation angeschaut von dem neuen Call of Duty Modern Warfare, Leute. Unfassbar geil, unfassbar heftiges Spiel. Ich hoffe, man sieht mich hier auch gerade. Marci, was ist dein erster Eindruck? Also vom Dings her sah es auf jeden Fall richtig geil aus, aber ich will jetzt erstmal einfach zocken, Bruder. Und dann Bruder, man ist richtig heiß auf Zocken. Wirklich Sound war crazy, Geist, das war heftig. Geisteskrank, wie geil das aussah. Leider durfte ich das ganz euch nicht zeigen, Leute, war verboten das zu filmen. Ich werde jetzt aber ein bisschen Gameplay für euch aufnehmen und das werdet ihr gleich sehen. So Leute, jetzt können wir endlich mal zocken. Später wird es auch noch ein 2v2-Turnier geben. Wir versuchen natürlich wieder zu rasieren, ich werde auf jeden Fall mit Massen zocken. Ja, hier schon mal ein kleiner Einblick. Ich bin mega gespannt. Es ist endlich soweit, Leute. Jetzt ganz exklusiv darf ich euch Einblicke in das neue Call of Duty Modern Warfare geben. Exklusiv aus L.A., meine Freunde. Ihr könnt es jetzt im Hintergrund sehen, Leute, das neue Call of Duty. Und bevor wir hier zu den ganzen Keypoints kommen, Leute, ich habe mir so viele Notizen gemacht, allein bei der Präsentation von diesem Spiel, weil sich einfach so viel verändert hat und das Spiel einfach so unfassbar heftig war. Davor möchte ich mich aber auf jeden Fall nochmal bei Activision bedanken. War einfach mal wieder ein heftiges Event. Ich meine, falls ihr euch noch erinnert, im Dezember war ich ja mit Activision zusammen. Amar war damals noch dabei, durften wir mit Alaba und Frank Ribéry zusammen das neue Call of Duty
zocken. Oder beziehungsweise letztes Jahr war es ja Black Ops 4. Und ich würde sagen, ich beantworte euch als allererstes mal die Frage, die mir eigentlich so ziemlich die meisten Leute gestellt haben. Und zwar, die meisten Leute sind zu mir gekommen oder haben mir, als sie gesehen haben, dass ich auf dem Event bin, haben sie mich gefragt, ey, Cramex, du zockst gerade das neue Call of Duty. Wie ist es? Und sag mir bitte, spielt das Ganze wieder in der Zukunft oder bekommen wir mal wieder einen Gegenwartsshooter? Und die Frage kann man ganz klar beantworten, habt ihr auch vielleicht schon im Hintergrund bei dem Gameplay gerade sehen können. Das neue Call of Duty spielt in der Gegenwart. Und Leute, ich fühle das einfach so krass, ohne Spaß. Aber ich würde sagen, kommen wir jetzt erstmal zu den Änderungen, / Verbesserungen. Was ich eigentlich so mit am nicesten überhaupt finde, ist einfach der neue Klasseneditor. Oder beziehungsweise Waffeneditor. Weil erstens ist der übertrieben nice. Hier könnt ihr das natürlich auch gerade mal wieder im Hintergrund sehen, wie ihr einfach eure Waffe verändern könnt und ausstatten könnt. Ihr könnt das wirklich jedes kleinste Detail, hier Lauf absägen, hier Lauf verlängern, hier einen Griff dran, hier ein fettes Visier. Man kann da wirklich teilweise aus einer Pumpgun eine Sniper bauen. Und das finde ich halt einfach übertrieben nice, weil jede Waffe von jedem Spieler einfach individuell anders aussieht. Und somit natürlich auch andere Funktionen hat. Und was ich auch übelst krass finde bei diesem neuen Klasseneditor, ihr könnt den einfach in-game öffnen. Das heißt, ihr könnt in-game eure kompletten Waffen, Aufsätze und so weiter verändern. Finde ich ziemlich cool. Des Weiteren wurde uns dort auch bei der Präsentation gezeigt, dass einfach extrem heftiger Sound verwendet wurde bei dem Spiel. Und damit meine ich einfach diese kompletten Umgebungsgeräusche, die Waffengeräusche, die Schussgeräusche, die Explosionsgeräusche, whatever. Die machen dieses Spiel einfach so unfassbar realistisch. Ihr müsst mal drauf achten, und zwar hören sich die Schussgeräusche einfach komplett anders an. Ob ihr zum Beispiel draußen schießt, ob ihr in eine Luft reinschießt, da kommt da ein Echo. Wenn ihr in einer Höhle seid, ob ihr in einem Haus schießt, ob eine Granate in einem Haus explodiert, dann hört ihr noch so ein bisschen das Glas und Porzellan explodieren. Wirklich jede Waffe kann sich 5-mal verschieden anhören, je nachdem an welcher Position ihr seid. Und das macht das Spiel auch so voll. Das wirkt einfach so dynamisch, also übertrieben nice von den Sounds her. Das Waffenhandling hat mir auch übertrieben gut gefallen. Es hat einfach sehr, sehr realistisch gewirkt. Außerdem, wie dem ein oder anderen aktiven Call of Duty Spieler vielleicht auch schon aufgefallen ist, es gibt keine Minimap mehr. Keine Sorge, die Minimap ist zwar nicht ganz weg, aber im ersten Moment gibt es keine Minimap. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, das ist ja aber total schade, wenn es keine Minimap gibt. Aber nein, Leute, ich finde das sogar gut, weil, wie ich schon gerade meinte, die Minimap ist nicht komplett weg. Sie ist nur am Anfang. Angenommen, ihr kommt in ein Spiel rein, ja? Oder ihr respawnt neu. Ihr habt keine Minimap. Aber nach 2 Kills habt ihr diese Minimap wieder. Und das finde ich aber eigentlich ziemlich cool, weil, ey, du willst eine Minimap haben, dann leiste was dafür. Mach 2 Kills, dann hast du deine Minimap. Also wenn ihr eine Drohne auch aktiviert, dann, wie gesagt, bekommt ihr eure Minimap wieder. Aber am Anfang hat man das nicht. Und das bedeutet natürlich auch erstmal, dass man ein bisschen passiver spielen muss. Und eben aufpasst, dass man seine Killstreaks aufbauen muss. Außerdem konnten wir bei dem Suchen- und Zerstören-Modus, so wie wir das da gespielt haben, konnte man seine Teammates wieder reviven. Das war auch neu. Und es gab so eine Art Nachtmodus, das sah halt einfach von der Optik her übelst krass aus. Und dieser Nachtmodus war auch irgendwie so eine Art Hardcore-Modus, weil man hatte, ja, kein HUD, man hat im Prinzip keine wirklichen Anzeigen gehabt und die Gegner sind auch sehr schnell umgefallen oder man selbst auch und ich glaube, das war halt auch noch so eine Art Hardcore-Modus. Außerdem gibt es jetzt 2v2-Maps, also wirklich nur richtig taktisch, du mit einem Kumpel gegen 2 andere, das hat mir auch am meisten Spaß gemacht, da habe ich mit Massi zusammen, haben wir, glaube ich, gegen irgendwelche Franzosen oder so gespielt, weiß ich gar nicht mehr, das hat echt übertrieben Spaß gemacht, weil das so richtig kleine, knackige Maps waren und man musste da einfach auf Taktik gehen und das andere Zweierteam ausschalten. Dann gibt es jetzt auch noch 10 gegen 10 und Leute, jetzt haltet euch fest, 20 versus 20, also übertrieben krass. Das war natürlich dann dementsprechend auch eine richtig große Map. Mein Fazit zu dem Spiel, letztendlich sehr gelungenes Spiel. Optik und Sound top, Gegenwarts-Shooter. Auf jeden Fall sehr viel neue Features, aber auch auf jeden Fall alles übertrieben nice. Und trotz den ganzen Neuheiten merkt man einfach trotzdem, es ist Call of Duty Modern Warfare. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. So Leute, ich habe hier einfach gerade ein Nachtsichtgerät gefunden. Es ist einfach so geil. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen durch die Kamera. Und hier kann man auf jeden Fall gleich so einfach einen auf Call of Duty machen. So Leute, nächster Tag, beziehungsweise letzter Tag. Ich bin hier gerade auch schon dabei, meine Sachen zu packen. Ich muss gleich hier raus aus dem Zimmer und dann geht's ab zum Flughafen. Ich würde mal behaupten, Leute, gönnt euch mal hier diese Optik aus meinem Zimmer. Ja, das sieht schon echt entspannt aus hier, ja. Ich habe mir gestern auch, als ich draußen unterwegs war, voll den Nacken verbrannt, Leute. Warte mal, sieht man das?
Ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat, aber auf jeden Fall, mein Nacken ist rot. Gestern zu viel ausgegeben. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe übrigens, euch hat gerade dieses Call of Duty Gameplay gefallen. Schreibt mir jetzt auch mal in die Kommentare, wie findet ihr das neue Call of Duty? Haben euch die Gameplay-Ausschnitte gefallen? Mein Feedback habt ihr ja gerade eben schon gehört. Ich finde, es ist ein absolut geiles und gelungenes Spiel. Vor allem feiere ich es einfach, dass dieses Call of Duty mal wirklich wieder in der Gegenwart spielt, ohne irgendwelche Chatpacks und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal ab nach Hause. Übrigens, Leute, wir haben hier, by the way, auch richtig krasse Sachen bekommen. Hier so ein Goodie-Bag von Call of Duty. Da war noch ein Shirt und eine Jogginghose dabei, aber die schon eingepackt hier in die Tasche. Ach, und eine Powerbank war auch noch am Start. Hier, Leute, so eine schöne Cap. Finde ich eigentlich echt ganz geil hier, die Cap. Hier war, glaube ich, die Powerbank drin. Das hier ist irgendwas anderes. Und, Leute, das muss ich euch einfach mal kurz zeigen. Und zwar, ey, das sieht so geil aus. Ich weiß nicht, warum. Jeder freut sich, glaube ich, am meisten über Powerbank oder so, aber ich freue mich echt am meisten hier drüber. Also ich finde das irgendwie echt übernice. So, und zwar, Leute, hier ist so eine kleine schwarze... Ich krieg das gar nicht raus. Hier ist so eine kleine schwarze Stahlkarte drin. Übernice. Und da steht mein Name drauf, iCrimex. Und hier steht eben so ein Alpha- oder Beta-Code drauf. Den kann ich euch natürlich jetzt hier leider nicht zeigen. Und so sieht das Teil einfach von hinten aus. Richtig matt-schwarz-Optik. Einfach hier so aus Aluminium, Leute. Das ist übernice. Also ich fühl wie so eine American Express, keine Ahnung, Millionärskreditkarte. So, Leute, ich bin jetzt hier gerade am Flughafen. Geht auch schon gleich los. Ich bin auf jeden Fall wieder gehypt auf zu Hause. Ich werde mal schauen, ob ich jetzt beim Rückflug auch wieder auf Business Class upgraden kann, weil das war echt der entspannteste Flug meines Lebens. Leute, wir müssen jetzt hier mal ganz kurz ranzoomen. Warte mal, ich versuche mal ranzuzoomen. Da vorne seht ihr nämlich die liebe saftige Gnur, die sich hier auf Ehre angestellt hat bei Starbucks, um Trinken zu holen. Gnur hat Trinken geholt. Dankeschön.